So, hallo zu diesem kurzen Uncut Real Talk Video. Dieses Video wird nicht geschnitten sein, da wird nicht viel Arbeit hinterstecken. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen reden. Das ist auch super ungewohnt für mich, also wundert euch nicht, wenn ich irgendwie so zwischendurch mal Pausen mache oder einen Satz neu anfange, weil ich einfach mir angewöhnt habe, dass ich ja Sachen rausschneiden kann. Ja, dieses Video ist einfach so, ich rede nur, ich mache nichts anderes. Also, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so unterhaltend, wie ihr es normalerweise von mir gewohnt seid. Und wenn ihr darauf keine Lust habt, dann könnt ihr gerne abschalten. Ich habe mir eine kleine Stichpunktliste gemacht, worüber ich heute reden werde. Genau, zuerst mal, warum letzte Woche kein Video kam. Ich war jetzt letzte Woche ziemlich krank. Ich hatte Husten, Schnupfen, Kopfweh und sowas. Und da konnte ich mich einfach nicht mehr aufraffen, irgendein Video zu machen und hatte auch irgendwie jetzt nicht so Lust, mich da irgendwie so voll gesifft und krank so vor die Kamera zu setzen. Da hatte ich nicht so Lust drauf. Deswegen kam letzte Woche kein Video, falls sich da ein paar Personen gewundert haben. Wundert euch nicht, wenn ich da ein bisschen neben die Kamera gucke, aber ich gucke einfach ein bisschen raus. Ich bin hier wieder an meiner alten Location. Dann wollte ich noch drüber reden. Sorry, wenn ich hier auf meine kleine Liste gucke. Genau. Motivation für Videos. Die Motivation in den letzten Wochen, Tagen ist sehr runtergegangen. Ich raff mich kaum noch dazu auf, Videos zu machen, weil ich irgendwie zurzeit gar keine Lust mehr dazu habe, das zu machen, was ich gerade mache. Also, was ich damals machen wollte, als ich angefangen habe, war einfach Filme zu drehen und auch ich liebe es, hinter der Kamera zu stehen und eine Kamera zu halten und hier eine geile Kamerafahrt zu machen und irgendwie mich mit coolem Equipment auseinanderzusetzen, und mein Kanal ist dann aber mit mir vor der Kamera groß geworden und in den letzten Wochen ist einfach viel extremer so zu so einem Kanal geworden, wo ich ein Stativ aufstelle, mich dann vor die Kamera setze und dann was erzähle. Das macht an manchen Stellen sehr Spaß, zum Beispiel Q&A macht mir wirklich viel Spaß, aber an manchen Stellen ist es wirklich nicht das, was ich will, weil ich habe einfach viel Spaß daran, hinter einer Kamera zu sein und einfach Cinematography so, ich habe einfach früher eigentlich eher darauf Lust gehabt und bin jetzt nicht mehr so in der Motivation, diese Stativ-Aufstell-Videos zu machen. Da habe ich irgendwie nicht so Lust drauf oder nicht mehr so Lust drauf. Das liegt auch gar nicht an euch. Ich finde es einfach auch super krass. Genau, da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Ich finde es auch super krass. Meine Abonnenten steigen immer weiter. Ich habe 50.000 Abonnenten geknackt. Viel zu krass. Und irgendwie dann kommen keine Videos und die Abonnenten steigen immer noch weiter. Und da fühle ich mich einfach schlecht. Weil ihr mir einfach unglaublich viel gibt. Ihr bietet mir auch super viele Möglichkeiten. Und ihr gebt mir einfach ganz viel. Ganz viele Leute abonnieren mich. Aber ich gebe euch nichts zurück. Und das finde ich einfach doof. Also ich kann nicht so richtig mit den Gedanken leben, dass ihr mir da so viel Support bietet und ich euch dann aber nichts zurückgebe. Das liegt, wie gesagt, an der Motivation, dass ich zurzeit einfach nicht mehr so viel Lust habe auf diese Stativvideos. Ich habe auch eigentlich ein ganz cooles Format geplant, worauf ich wahrscheinlich sogar Lust hätte. Aber ich will eigentlich auch wieder so ein paar mehr Videos machen, wo ich hinter der Kamera stehe, die dann auch vielleicht nicht für YouTube sind. Und das ist halt blöd, weil ich wirklich gerne, sehr gerne euch Content liefere und auch dann Resonanz dafür bekomme. Ich finde sowas wirklich toll. Aber jetzt so gerade zur Zeit habe ich irgendwie nicht mehr so Lust auf dieses Stativ hinstellen, mir irgendwie noch was aus dem Ärmel zupfen und dann halt irgendein Video zu drehen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir da so ein bisschen folgen und versteht auch so ein bisschen, warum ich keine Lust mehr so richtig auf Videos habe. Habe ich denn noch was hier stehen? Nein, tatsächlich nicht. Das Abonnenten-Special habe ich angefangen zu drehen
Und dann haben wir da so ein paar Szenen gedreht. Ich zusammen mit Tristan oder auch Dr. Günther, wie ihr ihn wahrscheinlich kennt. Und dann nach einer Weile hatte ich einfach keinen Bock mehr. Gar keinen Bock mehr. Weil ich halt eigentlich nicht vor der Kamera stehen wollte und irgendwelche Sachen labern oder irgendwas schauspielern, sondern eigentlich, was ich die ganze Zeit machen will, ist irgendwie hinter die Kamera zu kommen. Irgendwelche epischen Shots zu machen, irgendwelche coolen Zeitraffer zu machen, irgendwelche coolen Kamerafahrten zu machen. Und da bin ich halt gerade am Überlegen, wie ich das wieder hinkriege, dass ich auch wieder mehr Motivation für YouTube habe. Ja, also... sehr witzig, wenn ich einfach mal so eine Pause mache und dann das nicht rausschneide. Also, wundert euch nicht, wenn ihr nicht mehr so viel von mir hört, so die nächsten Tage. Ich werde versuchen, irgendwas draus zu machen. Also, ich muss euch irgendwas zurückgeben dafür, dass ihr mir so krassen Support bietet. Das will ich auch einfach. Also, da zwinge ich mich selber praktisch und auch nicht, weil ich hier auf YouTube bin und irgendwie so einen Zwang entwickelt habe, YouTube-Videos zu machen, sondern einfach, ich will euch halt was zurückgeben und ich muss mal überlegen, wie ich das hinkriege. Ja. Ich glaube, das war es jetzt auch schon von den Informationen her. Letzte Woche kam kein Video, weil ich krank war. Ich habe nicht mehr so viel Lust auf Videos. Und ja, sorry für dieses kleine Uncut-Total-Crap-Video, aber ich wollte euch einfach mal ein bisschen darüber informieren, warum man nicht so viel von mir hört, warum letzte Woche kein Video kam und ja, euch einfach sagen, dass ich gerade ein bisschen wenig Motivation habe und dann auch ganz ehrlich keine Lust habe, irgendwie so mit null Motivation so ein Video da mir aus dem Ärmel zu ziehen und dann euch zu präsentieren, weil das ist irgendwie auch nicht so richtig das, was YouTube eigentlich ist. Ja, dann für die Leute, die noch dran geblieben sind, bedanke ich mich fürs Zuhören. Entschuldigung eben für dieses Ersatzvideo Real Talk Scheiß. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuhören. Ciao.